Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Wir sind jetzt in Berlin in Aldins Home Gym, sind heute in der Früh von Heidelberg aufgebrochen. Um 7 Uhr in der Früh war es. Wir sind, wie lange sind wir jetzt gefahren? 5,5 Stunden oder so. 5,5 Stunden. Die habe ich aber nicht alle aktiv mitgenommen. Ich muss sagen, ich habe noch einiges an Schlaf nötig gehabt, habe sicher nur 2 Stunden im Auto geschlafen. Aldin hat uns in der Zwischenzeit sicher und doch auch sehr schnell nach Berlin gebracht. Für uns steht heute ein gemeinsames Rückentraining an. Rückentraining Nummer 3 in 5 Tagen, denke ich, wird es circa gewesen sein für mich jetzt. Ich bin wirklich gespannt, was da heute geht. Wir haben mal wieder sehr, sehr coolen Trainingspartner mit am Start. Heute trainieren der Aldin, der Johannes Lukas und ich gemeinsam. Ich habe den Johannes noch nicht persönlich kennengelernt, habe also auch keine Ahnung, welche Trainingsphilosophie er verfolgt, ob es eher hochvolumig wird oder so das normale Topset und Backoffset-Prinzip. Ich habe wirklich keine Ahnung, aber ich lasse mich heute darauf ein und stelle mich mal auf das Schlimmste ein, um ehrlich zu sein, denn der Rücken katert jetzt schon gewaltig. Ja, der Johannes Lukas ist jetzt in die Runde dazugestoßen, das freut mich natürlich irrsinnig. Aldin ist auch mit dabei, wir trainieren heute gemeinsam, wir besprechen es gerade. Was werden wir machen, Johannes? Ja, wir werden wie verabredet bereits Rücken trainieren und jetzt sind wir gerade am Verhandeln. Nein, es ist kein Verhandlung. Nein, wir besprechen uns, je nachdem, wer wo seine Schwerpunkte setzt. Mhm. Ich habe gerade herausgefunden, dass du auch einen Push-Pull-Beine-Split machst. Richtig. Aldin war schlau, hat Arme trainiert, damit er heute fit ist fürs Rückentraining. Du hast jetzt irgendwie schon dreimal die Woche, oder das wäre jetzt das dritte Training für dich die Woche. Ja, aber ich bin dabei, ist kein Thema. Das habe ich mir gedacht. Ich stecke ihn Aldin trotzdem in die Tasche. Ja, bitte. Ja, na klar. Donnerwetter. Also ich habe mir gedacht, ich mache heute einen Volumen-Deload. Okay. Weil ich nämlich eigentlich noch nicht wirklich fit bin und die letzte Trainingseinheit richtig viel geballert habe. Aber da würde ich sagen, Intensität nochmal hoch. Erzwungene Wiederholung, wir geben richtig Vollgas. Ja, ich glaube, alles, was so maschinengebunden ist, ist ganz cool, auch für dich, ne? Ja, wäre definitiv besser. Weil die Maschinen, die Rückenmaschinen, so, sind so viele Maschinen haben wir ja nicht. Ruder und Brust aufgelegt, muss auf jeden Fall Thema Ruder aufgelegt. Ja, genau, das kann man gerne machen. Super, ja. Da kann man auch auf das Thema Schwungholen eingehen. Ja. Bin ich mega gespannt, was du dazu sagst. Mehr dazu seht ihr in meinem Video. Und dann müssen wir noch Bizeps hinterher machen, ja. Aldin. Ist okay, ich habe gestern extra nur hauptsächlich Trizeps gemacht und ein bisschen Bizeps. Ja. Ich plane ja. Willst du sagen, ich bin ohne Struktur? Nein. Na. Ja, der liebe Fabian gleicht das alles durch genug Talent wieder aus. Und durch ausreichend Muskelmasse. Ja, meine ich ja. Also ich trainiere ja Rücken, um breiter zu werden und eine schmalere Taille zu simulieren. Er hat schon eine schmale Taille und noch einen breiteren Rücken. Also ich weiß nicht, wo das hinführen soll, Leute. Es wird ein ganz großes Ding, weiß ich. Johannes, du sagst, das Rücken ist deine Schwäche, die musst du verbessern. Ja. Hast du das Gefühl, dass du den Rücken gut triffst oder hast du generell ein bisschen ein Problem, dass du wirklich alle Muskelfasern aktivierst? Also Rücken gehört nicht von Ansteuerung her zu meinen größten Stärken. Und ich habe das Gefühl, dass je härter ich werde, je weniger Körperfett ich habe, vor allen Dingen am Rücken, desto besser spüre ich meine Muskulatur. Ist Bro Science? Ja, geht mir aber auch so. Ist aber das, alle Bodybuilder, die ich treffe, erzählen mir genau das, sagen, je härter ich werde, desto besser spüre ich mein Latt. Ja, absolut, 100%. Also, wenn ich schwer mache mit Schwung, merke ich es oben im Stretch, aber das werden wir gleich im Training nochmal sehen. Also überlasse ich ihn bewusst in einer gedehnten Position, den uns verkürzen Zyklus, bam, dann gehe ich wieder rein. Das mache ich sowohl mit schweren als auch mit leichten Lasten. Einfach Volumen, 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 schwer und leicht und immer auf die Fresse. So machen wir es. Ja. Gut. So, Pre-Workout wird auch noch vorbereitet bzw. jetzt getrunken. Wie immer, doppelte Portion Metablast, 10 Gramm sind mit am Start, 30 Gramm Endure ERAs und unser ganz geheimer Pump-Booster, der sehr bald kommen wird. Unser Teamkollege ist übrigens gerade hinzugestoßen, der Armin. Den werden wir öfter sehen. Armin, wie weit hattest du Anreise? 25 Minuten? Ja, das ist schneidiger. Nicht so lange. Also wesentlich kürzer und besser wie uns. Was trainierst du heute? Ich mache heute Pull, ganz nach Programm. Also Rücken, hintere Schulter und Bizeps. Und ich glaube, ihr habt es selber auf Programm, ne? Wir machen nur Rücken. Ja. Ja, sehr ähnlich. Das heißt, vom Armin werdet ihr noch keine mehr sehen. Ja, wir beginnen jetzt mit dem Latzug unilateral. Für gewöhnliche Übungen, die ich gar nicht kenne oder auch nicht mache. Aber wir lassen heute. Du spoilerst ja schon alles. Naja, bitte, das ist schon ein bisschen hinführen. Aber ich lasse mich jetzt komplett auf das Training von Johannes sein und ich lasse mich durchquälen bis zum Gehtnimmer. Ja, du bist ja eh schon im Arsch, deine Latze ist eh kaputt. Also heute extremes Motivationstraining, während wir deloaden. Naja, machst du eigentlich Deloads in deinem Training? Ja, aber wirklich nur, wenn mich der Körper dazu zwingt. Okay. Also keine geplanten Deloads gibt es dann, wenn ich es brauche.
Ja, finde ich auch ganz cool. Ich plane sie auch nicht. Ja. Also strukturierter Trainingsaufbau wäre so. Und ich habe tatsächlich auch ein Muskelaufbauprogramm, ja, wo ich das alles vorgebe und es macht durchaus Sinn. Dadurch, dass ich mich aber nie an die Intensitäten halte, ja, und meist mehr mache, als ich sollte, ist irgendwann ein Deload erforderlich. Und ich ziehe zum Beispiel, du machst Push-Pull-Beine am Stück. Süßes, ja. Ich mache Push-Pull-Beine und brauche dann einen Tag Pause, um dann wieder, weil sonst ich krabbel das nicht mehr. Wie, ja, alt bist du? 28? 30. Warte ab, Junge, es wird noch schlimmer. Wenn du denkst, es ist jetzt schlimm, es wird noch viel schlimmer. Also soll heißen, man kann halt nicht mehr einfach nur Vollgas geben im Training und muss halt ein bisschen intelligenter trainieren. Ja, ich denke, wir machen das jetzt doch jahrelang mittlerweile und ich glaube, wir haben mittlerweile schon ein so gutes Körpergefühl, dass man sagen kann, okay, nächste Woche ist jetzt einmal mindestens für 7 Tage Auszeit. Deswegen bin ich halt eher kein Freund, gerade bei sehr fortgeschrittenen Sportlern, von geplanten Deloads. Ja, ist schwierig. Also das, man kann es theoretisch planen, aber dann müsste jeder Tag gleich sein. Genau. Und meistens hat man auch eine Tagesform und dann kommt die Planung nicht hin, dann hast du eigentlich das vorgenommen, schaffst es aber an dem Tag nicht, mhm, dann wird es auch schon wieder schwierig. Aber deswegen gibt es ja APIs und die Riss, aber nicht so viel quatschen. Yeah, I think we got it from the wrong foot, let's start over. I ain't had a wink since last October. Springs up next, but it's still cold shoulders. Off-white kicks in an all-black Rover. Live your life, all I'm living through is mine. Wenn man jetzt die erste Übung macht, unilaterales Latziehen, haben wir komplett auf die Technik von Lukas drauf eingelassen. Es war sehr kontrolliert, aber trotzdem mit ein bisschen Schwung. Aber wie gesagt, Schwung hast du nicht mehr falsch machen. Ganz im Gegenteil, wir haben mit wesentlich mehr Gewicht bewegen können. Und jetzt geht's weiter mit der zweiten Übung. Der Aldi hat bereits begonnen. Wir haben aufgelegtes Tiber-Rudern. If you got opinions, you can keep that shit. Losing faith in people I believe in less. Yeah, no sir, I ain't let the dream go yet. Old work, you know how the feedback gets. What a week, second guessing people, second guessing me. 7 sessions, second guessing, put that album on repeat. Lot of beats, lot of tweaks, lot of shit I should release. In the east, when it freeze, ice when I'm... Also man sieht, dass du spürst, was du tust. Ja, ich spüre jeden Millimeter von oben bis nach unten. Geil, ne? Worauf achtest du genau beim Latzug, Johannes? Weil ich glaube, viele Anfänger spüren dann überhaupt, wir ziehen alles aus dem Bizeps oder wo immer her. Also ich würde tatsächlich Anfänger erstmal raten, versuchen einen Klimmzug zu erlernen. Ja. Ne? Und sich versuchen da zu steigern und in einer Linie sich quasi nach oben ziehen, beziehungsweise den Latzug dann am Latzug gerade runterzuziehen, ja, am Kinn vorbei auf die Brust. Ja. Ne? Und die meisten, die anfangen mit Training, sind ja noch nicht übergewichtig oder sind normalgewichtig und dann sollten sie auf jeden Fall ein paar Klimmzüge schaffen. Es sei denn, ihr fangt jetzt mit Training an und seid noch dick oder übergewichtig und wollt abnehmen, dann ist natürlich ein Klimmzug super schwierig. Könnt ihr mit Latzien beginnen. Aber in einer Linie gerade runter, dicht am Kinn vorbei zur Brust. Aber auch da kann man natürlich variieren. Und je schwerer es wird, desto mehr tendiert man dazu, die Winkel zu seinen Gunsten zu verändern, um dann am Ende auch bam, zu kontrahieren. Ne? Also ich variiere das tatsächlich. Ihr habt es gehört. I think we got it from the wrong foot, let's start over. I ain't had a wink since last October. Springs up next, but it's still cold shoulders. Off-white kicks in an all-black Rover. All-black Rover, all-black Rover. Das hört sich jetzt vielleicht beschissen und überheblich an, aber was daran ich denke bei den letzten Wiederholungen? An Arnold? Bumstead. An Bumstead. Also. Bumstead. Aber mit deinem Schnauzer sah auch killer aus. Ja, das war schon ziemlich geil. Pornobalken. Alter. Das muss man erstmal tragen können, Leute, so ein Pornobalken, ohne dabei bescheuert auszusehen. Ich werde heute nur kritisiert. Man muss manchmal aus der Komfortzone rauskommen, ja, weißt du? Also mit Paul Unterleitner Fußball spielen zum Beispiel, ich hatte null Bock. Nicht null. Aber am Ende hat mich das so beflügelt, ich hatte so viel Glückshormone, es hat so Spaß gemacht, dass es einfach rückblickend immer cool war. Das ist halt immer so, Komfortzone raus. Und am Ende wirst du belohnt, weißt du? Und geile Erfahrungen sammeln. Voll! Ja. Und ich sag mal so, wenn du das so in Anführungsstrichen dann auch beruflich machst und die Community sich das gerne anschaut, ich meine, was gibt's denn geiler? Was wüsst mehr? Ja, Mann, voll. Traum. Letztes Mal habe ich Kunstfliegen gemacht. Das ist Kunstfliegen so, nein, nicht Kunstfliegen, aber es war schon, der hat so ein paar Sachen gemacht so und es war richtig, es hat Spaß gemacht. Ich bin in einem Flugzeug geflogen. Wirklich im Flieger mitgeflogen, Kunstfliegen, oder? Ja, so richtig krasse Moves hat er noch nicht gemacht. Ja. Aber Kevin zum Beispiel musste danach kotzen und ich fand's voll geil. Obwohl ich auch Schiss hatte. Ich dachte mir so, okay, ich wollte mal gucken. Ich dachte, das Essen bleibt nicht drin, aber es ist drin geblieben. Und es war eher so, dass ich dachte so, oh, schon vorbei. Ich bin sogar selber geflogen. 20 Minuten lang.
das war einfach geil. Also ich würde garantiert kotzen, hundertprozentig. Habe ich auch gedacht, aber... Am Jahrmarkt drei Runden und es war vorbei bei mir. Glaub mir, ich war auf dem Prater, ich war auch mit Paul auf dem Prater. Du warst im Prater, okay. Ich war im Prater und es war grausam, mir war so schlecht, ich hatte keinen Bock mehr. Kann ich verstehen. Aber im Flieger ging super klar. Ich weiß nicht warum, ich habe sogar direkt vorher gegessen, weil ich es nicht wusste. Aber ging super. Ja, geil. Das dritte Rückentraining in den letzten 5 Tagen ist jetzt durch. Das ist natürlich viel, aber ich habe bei jedem dieser 3 Trainings eine Menge mitnehmen können von der Expertise und dann vom Johannes jetzt auch profitieren können. An dieser Stelle wirklich ein großes Dankeschön für deine Zeit. Liebend gern, liebend gern. Schaut unbedingt einmal bei Johannes im Kanal vorbei, Johannes Lukas auf YouTube oder genauso auf Instagram. Könnt ihr auf jeden Fall noch was lernen. Aber wie gesagt, für uns ist es jetzt an der Zeit, mal ordentlich aufzufüllen, denn ich habe einen Mordshunger und ich glaube, bei dir ist es nicht anders, oder? Ja, voll. Ich improvisiere ein bisschen. Du machst, glaube ich, eher. Du machst auch Freestyle, oder? Oder machst du extrem oldschool? If it fits your calories. Mhm. Ja, ist doch in Ordnung, Alter. Ist doch in Ordnung. Denk, ja, ja. Hat ja auch ganz gut geklappt bei dir im Moment. Offensichtlich, ne? Aber manchmal, ich wusste, dass es länger wird mit uns, deswegen habe ich bewusst Essen mitgebracht, weil wenn ich jetzt noch eine Stunde, anderthalb nach Hause fahre und dann nach Hause komme und Essen vorbereiten muss, habe ich so einen Hungerast. Und vor allen Dingen sind es dann schon wieder 1,5 Stunden bis zur nächsten Mahlzeit. Weißt du, was ich meine? Und dann staut sich das so auf, das ist nicht gut für die Gains. In diesem Sinne, ich wollte jetzt nicht deine Abmoderation unnötig in Länge ziehen. Schaut also, beim Fabi vorbei. Schauen wir, dass wir nicht unrund werden und jetzt lassen wir es uns schmecken. Wir haben den Tag in Berlin jetzt gemütlich ausklingen lassen. Der Abend neigt sich langsam dem Ende zu. Wir waren jetzt gemütlich beim Aldin zu Hause, da er mit seinen Kochkünsten richtig auftrumpft. Hat mir ein bisschen Händel gemacht mit Reis und dann Khmers Gemüse für die Deutschen da draußen. Das hat mir fast ein bisschen an daheim erinnert, war also irrsinnig lecker und hat mir ordentlich einen Schub nochmal gegeben. Schön langsam neigt sich ja der Tag in Berlin dem Ende zu. Wie immer holen wir das maximal Mögliche raus. Wir haben jetzt noch einen kleinen Sightseeing-Trip hier vor dem Brandenburger Tor in Berlin geplant. Ich denke, in einer Stunde wird es dann ins Bett gehen, denn morgen geht es wieder sehr bald raus. Wir werden wieder um 9 Uhr aufbrechen. Es geht weiter nach Hamburg. Aldin, wie schaut es morgen aus? Was haben wir geplant? Morgen ist dann quasi die letzte Stadt unseres Trips offen, und zwar Hamburg. Dort geht es zu Tobias Hane ins Gym. Und ja, dann fahren wir noch einen schönen Tag in Hamburg, schönes Training, und dann haben wir es auch geschafft. Das klingt gut. Also bleibt wieder mit dabei. Wir sehen uns beim nächsten Video auf meinem YouTube-Kanal.